Am einfachsten erklärt ist das, glaube ich, so, dass man bei der SMA ein Gen hat, was den Kindern fehlt und was ganz wichtig ist, damit im Rückenmark und auch im Hirnstamm ganz wichtige Zellen überleben. Die sterben sonst ab. Bei Kindern, die nicht im Neugeborenen-Screening auffallen, ist es so, dass bei den schweren Unterformen der Erkrankung sehr früh auffällt, dass die Kinder ganz hypoton sind. Also denen fehlt die Kraft in den stammnahen Muskeln. Wenn es relativ spät diagnostiziert wird, fällt auf, dass die zum Beispiel in Bauchlage den Kopf nicht anheben, dass die sowas wie Robben nicht tun, dass kein Unterarmstütz da ist. Also wir haben das durch das Neugeborenen-Screening erfahren, dass direkt Münster bei uns angerufen hat am späten Nachmittag. Und dass wir am nächsten Tag sind wir dann auch sofort hier hingefahren und dann hatten wir ein ziemlich langes Gespräch gehabt über diese Krankheit, wurden nun total gut informiert darüber. Das Medikament wird intravenös verabreicht, das wird steril in der Apotheke vorbereitet. Dann erhält es der Patient, in diesem Falle heute Amy, hat zwei Venenzugänge erhalten und wird dieses Medikament über einen Zeitraum von 60 Minuten verabreicht bekommen, unter ständiger ärztlicher Aufsicht. Wir hoffen, dass es alles super mit ihr verläuft, dass sie nicht so Komplikationen bekommt und dass sie das richtig gut verkraftet und dass es so ihr ganzer Weg so weitergeht, wie sie jetzt so ist. Und ihr Fortschritt, dass auch alles so bleibt, nichts, dass es irgendwie negativ wieder zurückbildet. Wir sind total zufrieden, wir sind echt gut hier aufgehoben. Wir haben auch ein gutes Gefühl dabei. Wir haben in unserem Kollektiv beobachtet, dass die Kinder zu den schon erzielten motorischen Fortschritten, Meilensteinen, darüber hinaus nach der Genersatztherapie noch weiter Dinge hinzugekommen sind. Bessere Kopfkontrolle, Kinder konnten sich auf einmal drehen, weniger Beatmung notwendig bei manchen Kindern. Am Ende des Tages, denke ich, sind wir gerade auch als Universitätsklinik ein entscheidender Spieler, um auch für medizinischen Fortschritt zu sorgen.